Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video auf dem YouTube-Channel GamerCouts. Zum ersten Teil meines diesjährigen Advents-Specials am 24.12.2018. Heute ist es endlich soweit, es ist Weihnachten und ich mache heute, wie ihr bereits angekündigt, zwei Weihnachts-Specials. Einmal dieses hier, was um 12 online kommt. Und dann das zweite, was um 15 Uhr online kommt. Hier heute um 12, also jetzt, werden wir uns mal ein bisschen anschauen, wie in Animal Crossing New Leaf denn eigentlich so Weihnachten gefeiert wird und was es da so gibt. Und das machen wir jetzt eben in diesem besonderen weihnachtlichen Animal Crossing New Leaf Part. Guten Morgen, Bürgermeister David. In City ist es jetzt 10.37 Uhr am Montag, dem 24. Dezember 2018. Legen wir los. So, ja, ich hoffe, ihr freut euch schon auf Weihnachten. Ich weiß nicht, gesagt, gibt es ja eher erst einen Abend so. Oh, hast du jetzt vergessen, Herr Bürgermeister. Wusstest du, dass heute Spielzeugtag ist? Also dann, frohe Feiertage. Die Wunder können die bisher kaum erwarten. Man kann ihre Aufregung richtig spüren. Ja, ist auch. Ich will ja auch. Geschenke. Geschenke. Give me more. Und David, gut, dass ich es antreffe. Ich habe hier Post für dich, kann ich nicht zustellen. Ja, es ist doch hier, heute ist Weihnachten. Da ist eben noch keine Post zu. Was bist du? Du redest von mir, das ist ein Traum, oder? Es ist gerade wirklich ein David Zita-Express. Du weißt, dass du bestimmt tausendmal an mir vorbeigelaufen bist und nichts gesagt hast. Naja, ich hätte wohl auch etwas sagen können. Oh nein, ist das alles meine Schuld? Ich bin so ans letzte Freundin. Es tut mir so leid, David. Alles klar, übertreib halt mal komplett. So. Ja, heute ist Weihnachten, Animal Crossing. Irgendwie gibt es Bisherungen oder sowas. Keine Ahnung. Aber allein schaut es das hier mal an, wie es für ein weihnachtliches aussieht. Ist doch traumhaft. Geh mal ins Rathaus. Schau mal, was wir da machen können. Weil ich glaube, die Melinda kann uns da unter Umständen weiterhelfen. Hallo Bürgermeister David, schön es zu sehen. Wie kann ich dir behilflich sein? Nee, vielleicht gibt es hier doch nichts. Jetzt hauen wir so erst ein bisschen um, aber ich weiß, dass hier irgendwas Besonderes gab. Spielzeugtag hieß es doch. Spielzeugtag. Also. Okay, hier müsste irgendwo Chris das Rentier sein. Da bin ich ja mal gespannt. Also das dürfte auf dem Festplatz stehen. Ich musste mich auch immer wieder dran zurückerinnern, was das eigentlich war. Die Frage ist, wo ist Chris das Rentier? Ja, warte mal, das ist eine bestimmte Uhrzeit. Ach Gott, warte mal. Gut, nett, dass wir uns notieren sollen. Aber wir konnten das Outfit holen. Das gibt, das leider rein im Zugeschäft. Das machen wir jetzt mal. Dann ist die bei dem Abend da rumlaufen. Heißt, dann werden wir dann nicht halt ein bisschen vorspulen. Das macht Sinn soweit. Oder so. Und einfach mal, inwiefern wir das jetzt hier hinbekommen. Hätte ich mich davor vielleicht immer ein bisschen vermehren können sollen. Aber egal. So, Kleidungsreserve. Ich hoffe, das hat heute alles noch offen hier am 24. Ist eigentlich vielleicht nicht das Optimalste, dass wir jetzt noch offen haben. Aber was soll's. Also, ihr müsst euch jetzt eigentlich noch das Weihnachtsoutfit geben. Thank you.
Wie sieht denn das aus? Ja, das ist ein Teil davon. Das ist die Jacke, definitiv, die nehme ich. Hier gibt es aber halt noch viel mehr Hut, Bart, Hose. Hier, ich glaube, ist mal die Hose. Nehme ich. So, und jetzt geht's weiter. Ich glaube, das ist hier, wo es ein Bart auch mal interessant und die Mütze gibt. Und dann brauche ich nämlich noch die Schuhe. Ja, wunderbar. Hier haben wir doch so mal Weihnachtsmannhut. Ja, ist meist auch nicht Geld rausgefühlt, das weiß, aber dafür habe ich dann gleich ein richtig schönes weihnachtliches Outfit. Das ist gut so. Dann schnappen wir jetzt auch noch den Weihnachtsmannbart. Jetzt ist nur die Frage, wo bekomme ich die Schuhe her, aber das bekommen wir auch noch hin. Haben wir ja, glaube ich, auch irgendwo ein Schuhgeschäft. Die Frage ist, wo das Schuhgeschäft ist. Ich glaube, hier ist Blumenladen, oder? Die war es noch nie drin. Gerd, ja, halt Gerd, ich komme gerne mal wieder nach Weihnachten, aber jetzt muss ich hier Weihnachtsbesorgung machen. Und habe keine Zeit dafür, das irgendwie rumzusauen. Ach ja, Weihnachten, ist das nicht schön? Also ist es wirklich, seht ihr es aufs Neue, ist total toll. Und wir haben ein kleines Problem, denn ich habe keinen Schuhladen, ne? Das ist jetzt kritisch. Vielleicht gibt es Schuhe im Tom Nook Laden oder so. Ja, ich habe 8000 Sterne in Stadtradocker ausgegeben. Aber ich habe den einfach noch nicht. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen blöde, weil diesen Schuhladen, den es gibt, ich glaube, den habe ich bei mir noch nicht freigeschaltet. Ich glaube, der kommt dann hier hin. Ja, aber dann habe ich ja bis dahin sonst alles und ich glaube, das ist auch genug zu fein, um wenigstens ein halbartes Weihnachtsoutfit zu haben. Shootet halt geht. Ganz einfach gesagt. Gut, dann werde ich mir das doch gleich mal anziehen hier. Voilà. Da ist der Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Ja, wunderbar. Lauft das dann ja als Weihnachtsmann durch die Gegend. Das ist sehr schön. Und ja, ich glaube, jetzt muss man irgendwie diesen Christa aufsuchen, der da rumläuft. Dann rumläuft irgendwann. Dann muss man irgendwie Geschenke. Aber dafür muss man die Wünsche der Leute so notieren. Wir tun jetzt mal testweise einfach mal jemanden anspressen. Und immer schauen, zum Beispiel die Person hier, und schauen, ob es dir was wünscht. Weihnachtsmann, bist du es wirklich du? Bist du nicht ein bisschen zu früh dran? Ja, ich will wissen, was du mir wünschst. Ja gut, die sind alle, weil alle, alles meine ich, es wäre noch zu früh. Oh, Weihnachtsmann, endlich bist du da. Nein, nein. Das Weihnachtsmann würde nie so früh vorbeikommen. Okay, okay, hab mich sehr überzeugt. Ich werde die Uhrzeit auf 18 Uhr, das ist doch gut, das halt zur Bisherung, werde ich die Uhrzeit da ein bisschen vorspulen. Macht, glaube ich, auch mehr Sinn. Dann mal sehen. Ja, ne, heute ist ja auch Bisherung im Real Life tatsächlich, bekomme man Xbox, bin richtig gehypt. Weihnachten ist einfach schön, jedes Jahr aufs Neue. Keine Frage. Also es ist sehr, sehr schön. Und ich dachte, die Animal Crossing Leaf passt auch als Weihnachtsspecial. Vor 2 Jahren hatte ich Minecraft, letzte hatte ich die Mall Tour. Heute kommt einmal Animal Crossing Leaf und dann ab 18 Uhr kommt auch noch Bilder von der diesjährigen Mall Tour.
wieder mit so einer kleinen Zusammenfassung von dem Jahr, was sehr schön sein wird. Würdest du es raten, reinzuschauen? So, ja, wir haben heute den 24. Das stimmt soweit, allerdings haben wir es nicht. Sie haben, sagen wir es mal einfach mal, 18.46 Uhr. Da ist es doch Bescherungszeit. Wunderbar. Wann geht es bei euch mal die Bescherung los, liebe Leute? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich soziales interessieren. Unglaublich, aber wahr. Wann ihr so Bescherungen habt. Wir haben die immer meistens gegen 18 Uhr sowas am Abend. Ist ja auch eine schöne Uhrzeit für sowas, keine Frage. Liebe Einwohner, ich wünsche euch allen einen schönen, fröhlichen Spielzeugtag. Oh ja. Let the show begin. So, irgendwo hier läuft das Chris rum, den müssen wir finden. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, den zu finden, aber Moment. Du hast nicht zufällig Chris das Rentier getroffen, oder? Ich glaube, er wollte etwas mit dir bereden, Weihnachtsmann. Wenn du ihn noch treffen solltest, siehst du, dass du rausfindest, was er von dir wollte. Okay, na dann, let's go to Chris the Rentier. Wie ist er nicht im Hauptplatz? Da könnte man wenigstens leicht finden. Aber nein, er trudelt hier überall so rum. Aber schön, wie alles weihnachtlich in einem großen Schmuck sind, die Bäume, das Schnee, das ist sehr schön. Gefällt mir sehr gut, dieses Weihnachtliche. Sehr schön. So, die Frage ist jetzt, wo ist unser Chris? Ich glaube hier hinten nicht, ich glaube der ist da auf der anderen Seite der Brücke oder so, aber da. Ich bin leider auch ein kleines bisschen erkältet zu Weihnachten, ist nicht so optimal. Ihr hört es vielleicht ja bei der Nase, es stupft die ganze Zeit. Robert, haben wir es auch ein bisschen erkältet an, vermutlich. Sorry für dies, aber ich glaube mir, es ist nichts Tolles, Weihnachten erkältet zu sein. Sei es auch nur so ein leichter Schnupfen, also jetzt nichts Krasses, was mir die Weihnachten verderben könnte, aber ist trotzdem nicht so schön. So, keine Ahnung, wo dieser Chris übrigens hier gerade abhängt. Es ist ein Rentier. Nicht, dass wir an denen jetzt komplett planlos vorbeilaufen. Aber es ist ein Rentier, das wir eigentlich entdecken müssten. Behaupte ich jetzt zumindest einfach mal. Wo bist denn du? Ja, Burr, wieso entdecke ich das eigentlich nicht? Eieiei. Oh, hier kommt ein Zug vorbei. Zufall, ich glaube nicht. Ja, was mir jetzt eine Frage ist, wo ist hier unser gesuchter, wie wissen das? Katrin. Nur weil ich nicht mal hier wohne, heißt nicht, dass ich komplett weg bin. Ich bin nicht weggezogen, nee, ich bin nur mein Territorium, aber ach so, okay, ja dann. Hallihallo David, ich komme gerne nach City, weil ich weiß, dass es hier jederzeit über den Weg laufen kann. Das ist ja schön. Schön, dass ihr jetzt alle hier seid am Spielzeugtag, um das Spielzeug auszusagen. Aber mir geht es jetzt erstmal darum, dass ich den komischen, Chris hier finde. Und das tue ich gerade halt erfolgreich einfach mal nicht. Wie ist das Wasser in Animal Crossing nicht gefroren? Macht Sinn, diese Physik, ans Herz. Sowas fange ich nicht an zu bemängeln, keine Angst. Ich glaube, ich muss nicht hier lang. Ich habe da was eine Idee. Wo es nachsauen, wenn es dann ist, ist keine Ahnung, was wir noch machen. Aber im Ernst, wo hält dieser Typ es auf? Wird aber nicht wahr sein, dass man den jetzt nicht findet. Der ist ja auch lustig. Vielleicht heißt Melinda mehr. Schauen wir mal ins Rathaus. Die kann mir bestimmt helfen. Oder der Typ ist einfach in der Nähe vom Rathaus. Das wäre natürlich eh das Optimalste.
Karte, aber Hauptsache, ich laufe erstmal am Rathaus dran vorbei. Eieiei. So, vielleicht weiß er Melinda mehr. Man braucht einfach ein vollständiges Weihnachtskostüm. Das ist nicht gut, weil ich habe keine Schuhe. Zu Hause, ob ich die Schuhe irgendwo herbekommen kann. Wenn ich habe es ein Problem, sonst habe ich in dem Panel einfach nur mein Weihnachtsmann-Outfit zusammengesucht und habe auch ein bisschen die schöne City hier gezeigt. Ich würde auch erklären, weshalb ich den komischen Christen noch nicht sehe. Weil ich einfach... Oh, da ist er ja. Frohes Fest, ich bin Chris, das schwarznassige Rentier. Die Festtage sind doch so ziemlich die besten Zeit des Jahres, habe ich nicht recht. Überall Schnee, fluffige Hüte, ein Feuer zum Kamin und eine heiße Tasse Kakao mit Pilzen. Habe ich Pilzen gesagt? Ich meine natürlich Plätzchen, Kakao mit Pilzen, die geht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier, aber das ist dein Geheim, da kann man dir vertrauen. Ich leise mich in alle Häuser hinein und verteile dort Geschenke, aber psst, es bleibt unter uns. Klingt seltsam, findest du? Tja, was man nicht alles tut, um die Leute mit Geschenken zu erfreuen. Moment mal, du hast aber eine tolle Verkleidung, steht hier ausgezeichnet. Nur bei den Schuhen bin ich mir nicht so sicher, aber jedem wie er es meint, sag ich mal. Hättest du nicht Lust, mir zu helfen? Wenn du die Geschenke verteilst, freuen sich die Leute bestimmt gleich doppelt so sehr. Na, was sagst du, hilfst du mir? Oh ja! Sofort. Ich werde die neue Aushilfe vom Weihnachtsmann. Du hilfst mir? Das ist ja fantastisch. Vielen, vielen lieben Dank. Dieser Geschenksack ist eine Art magischer Sack. Damit finden sich alle Geschenke, die die Bewohner der Stadt gewünscht haben. Aber Vorsicht, bei Sonnenaufgang verliert er seine Magie und wird zu einem ganz normalen Sack. Überlege dir gut, wem du welches Geschenk gibst, sodass am Ende alle glücklich und zufrieden sind. Du hast bis zum Sonnenaufgang Zeit, alles zu verteilen. Bring mir den Nachtensack einfach zurück. Also dann. Viel Glück. Oha, also das ist kompliziert. Also Weihnachtsmann David hier am Start mit seinem mit seinem Sack verteilte hier. Nein, heute sind wir an schöner weihnachtlicher Stimmung. Und das ist auch schön. Und hier machen wir jetzt noch 2-3 Bürger. Du lief glücklich, bevor wir dann fürs Erste in die Weihnachtszeit entlasse. Und erst nur noch heute um 15 Uhr nochmal ein Video raushauen werde. Also das dauert hier nicht mehr lang, weil ihr habt selbst keine Stunde Zeit hier an Weihnachten, das ist klar. Weshalb es noch zwei Leuten zu Geschenke gibt und dann passt das auch. So, na was seid's denn hier, wenn es Geschenke gibt, ist keiner hier auf einmal. Hohoho, hier ist der Weihnachtsmann. Hier sind doch bestimmt Leute irgendwo da. Sollen wir doch einfach mal hier rein. Klopf, klopf, hier ist der Weihnachtsmann. Das ist lustig. Hey, bist du der Weihnachtsmann? Frohe Festtage. Hier, dein Geschenk. Was geben wir denn? Was haben wir denn? Bonbonglas, Teppich, Karoxium, Tischtennisset, Minilampe, Siert Herz, Babybär. Ich gebe mal die Minilampe, keine Ahnung, ob mir das gefällt. Danke, Weihnachtsmann. Darf das Glas aufmachen? Oh, eine Minilampe, tja, vielen Dank. Mach weiter so, du bedeutest uns mehr, als du dir vorstellen kannst. Keine Ahnung, ob er es darüber jetzt freut oder nicht, ich weiß es nicht. Aber so funktioniert das. Man hätte sich, glaube ich, im Vorhinein so anhören müssen, was sich die Leute gewünscht hätten, damit man ihnen dann das hätte auch geben können. Aber was soll's, es gibt jetzt so irgendwas und die werden sich freuen. Ja, der Little wird eine Überraschung. Aber es macht ja nichts. Da gehen wir den beiden Häusern hier jetzt noch was und dann passt das. Freuen es ist ja trotzdem. So, die wir bestimmten Herzen Pulli. Erika, fröhliches Spielzeugtag, lieber Weihnachtsmann. Hier ein Geschenk. Du bekommst definitiv den. Es hört mit dem Herz, das passt zu dir.
Huhu, mach dich bereit, Elka. Und auf damit, ein Ziertherz. Dann hast du also wirklich den Brief gelesen, den ich festgesteckt habe. Wie cool. Es muss dieses Jahr wirklich eine artige Ernte gewesen sein. Ich habe einfach nur geraten, aber bei der macht es halt einfach so Sinn. Ja, die freut sich jetzt richtig. Also, ich glaube, die freuen sich so über ihr Lichtgeschenk. Und wenn man noch das Richtige gibt, freuen sie sich halt richtig, richtig hart. Das ist ja auch sehr schön zu sehen. So. Ich glaube, hier ist keiner da, oder? So. Nee. Dann Pest gehabt, ne? Dann gibt's nichts. Also, ein Haus möchte ich jetzt noch gehen. Eine möchte ich jetzt hier noch schöne Weihnachten wünschen. Ein müssen auf den. Ah, da ist da jemand hier, der Bär. Wow, der Weihnachtsmann. Dies da war es besonders artig. Großes Ehrenwort. Ja, was geben wir denn zweien? Ja, ein Bonbonglas ist doch immer gut. Spitzenmäßig. Darf ich das aufmachen am Bonbonglas? Wow. Das habe ich mir schon so lange gewünscht. Ja, wunderbar. Danke, lieber Weihnachtsmann. Alles Gute für den restlichen Geschenklieferung heute. Ich wurde einfach komplett erraten. Das passt ja offensichtlich, ne? Ja, moin. Sind wir nochmal zufrieden damit dann? Ne, es bleibt da. Doch, es muss rüber. Joa, hier wäre das richtig. Schauen wir mal, ob meine direkten Nachbarn vielleicht da sind. Da kann man die auch nochmal Geschenke abliefern. Hier sieht's leer. Da. Nee, sieht das doch unterwegs. Wie kann man nur am 24. unterwegs sein? Gut, das war eigenes Haus. Hier ist auch jemand da. Ja, dann gibt es ja auch nochmal Geschenke. Oder war es hier gerade so? Und ich weiß es nicht mehr. Nee. Na dann. Kevin, frühes Spieltag, Weihnachtsmann. Hier ein Geschenk für dich. Was haben wir denn noch alles? Tischtennis-Set. Ja, Kevin bekommt das Tischtennis-Set. Weiß nicht, ob es dir das gefällt. Die werden es sehen. Heilige Weihnachtshantel, ein Geschenk. Ich mach's gleich auf. Was? Aber ich wollte doch gar kein Tischtennis-Set. Oh, ach, vergiss es. Ja, sorry, das, ja, ich weiß ja nicht, was du wolltest. Ich habe die Zettel nicht gelesen, ne? Es wird jetzt der Weihnachtsmann der Blindzeugs verteilt, zum Teil aber zufrieden, zum Teil auch nicht. Die sollen sich freuen über was die haben, ganz ehrlich. Eieiei. So, und hier aber auch nochmal, du bekommst einen Teddybär und dann passt das hier, die kleine Maus. Gretel, früher ist das Blitzertag, war es den Tag so gelöst, glaubst du, in der Ankunft Weihnachtsmann. Ja, dann, hier gibt es einen Teddybär, den wolltest du ganz bestimmt. Ich zitiere förmlich, ich werde es sofort aufmachen. Ein Babybär. Danke sehr. Joa, vielen Dank, Weihnachtsmann. Okay, vielen Spaß bei der Feier. Also, ich weiß nicht, ob sie ihn unbedingt wollte, aber sie freut sich. Ja, ist doch schön. Jetzt haben wir ein paar Animal Crossing-Bewohnern so eine Freude gemacht. Hier blinkt alles, ist alles schön weihnachtlich. Und das freut einen einfach so richtig auf die Weihnachtsstimmung, ne? Und ich muss gleich auch nochmal die letzten Weihnachtsgeschenke besorgen. Heute am 24. ich weiß. Und ja, ne? Ich wünsche euch dann auf jeden Fall schon mal frohe Weihnachten, schöne Bescherung. Um 15 Uhr kommt auch nochmal ein Weihnachts-Special-Video online, wo es nochmal Eindrücke von der diesjährigen Molto zeige. Und ich bedanke mich soweit schon mal ganz herzlich beim Zuschauen. Wünsche euch soweit schon mal einen schönen 24. Dezember. Schöne Weihnachten. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.